Guten Morgen. Heute ist Pfingstsamstag und Pfingsten wollte ich jetzt nicht unbedingt mit der Bahn fahren, weil die wahrscheinlich sehr voll sein werden. Deshalb bin ich heute mit der Straßenbahn bis nach Schkeuditz gefahren. Von Schkeuditz aus laufe ich im Gebiet der Luppe bis Litschena-Stameln und von da aus steige ich dann wieder in die Straßenbahn. Die Strecke werden ungefähr 9 Kilometer sein, also relativ chillig. Das Wetter ist super gut und momentan befinde ich mich auf so einem kleinen Weg zwischen Feuchtwiesen. Hier wächst überall Schilfgras und ja, ich freue mich auf einen schönen Tag. Mal sehen, wie es wird. Ich bin jetzt hier an so einem kleinen Teich. Leider kann man nicht bis ran, weil er zum Gelände des Reiterhofs hier gehört. Aber die Seerosen wachsen hier sehr schön. Ich habe gerade eine Schildkröte gesehen. Die ist natürlich ins Wasser gehüpft, als ich gekommen bin. Und die Frösche haben auch gequakt. Ja, was ich vergessen hatte zu sagen, die Strecke verläuft heute auf dem blauen Wanderweg, der um Leipzig herum führt oder durch Leipzig. Ich weiß gar nicht, wie genau die Strecke ist. Auf alle Fälle laufe ich da heute ein Teilstück davon. Der Weg führt jetzt hier direkt durch den Auenwald. Das ist zwar sehr schön, aber was ich nicht bedacht habe, hier ist absoluter Mückenalarm. Ich habe jetzt hier auf dieser wunderschönen Wiese ein kleines Päuschen gemacht, ein bisschen was gegessen. Es ist ja auch schon nach 12 Uhr. Ich bin heute ziemlich spät von zu Hause weg. Und hier auf der Wiese, da war wenigstens kein Mückenalarm. Ich werde jetzt gleich wieder in den Auenwald eintauchen, ein Stück. Und da nützt es mir auch nichts, wenn eine schöne Bank kommt, weil man ganz einfach nur zerfressen wird. Ja, ich habe jetzt so 3,5 Kilometer weg. Es ist ja heute eine sehr kurze Tour. Ich habe jetzt auch noch schön gelesen wieder. Und ich lasse es mir heute so richtig gut gehen draußen. Ich befinde mich jetzt an der Luppe und werde jetzt hier über die Brücke gehen. Und laufe dann hinten in dem Gebiet noch ein Stück weiter und gehe dann am Ende wieder über die Luppe zurück zur Haltestelle weiter vorne. So, hier fließt die Luppe von Leipzig kommt weiter nach Westen. Und mein Weg führt mich jetzt hier nochmal quer durchs Domholz. Das werden jetzt, glaube ich, alles diese breiten Wege sein. Ich kenne mich eigentlich hier in dem Gebiet ganz gut aus, weil ich hier schon oft mit dem Fahrrad war. Aber so durchgewandert bin ich hier noch nie. Kilometer 6,5 habe ich jetzt geschafft. Ja, der Fuß hält eigentlich ganz gut durch, aber erfahrungsgemäß macht er das immer bis Kilometer 9. Und dann fängt er richtig an rumzumucken. Da das heute nur knapp 9 Kilometer wären, bleibt mir das hoffentlich erspart.
Ich laufe jetzt hier schon bestimmt schon über einen Kilometer auf diesem Weg lang. Und ich hätte doch gedacht, dass heute mehr Leute unterwegs sind, aber ich habe hier auf dem Weg jetzt noch niemanden getroffen. Also dieser blaue Wanderweg, der ist doch zu empfehlen. Ab und zu kommt hier auch meine Bank, aber wie gesagt, wir haben Auenwald. Und da sollte man nicht stehen bleiben. Da sieht es nämlich überall so aus. Hier, das ist schon abgetrocknet. Aber wir haben hier ganz viele Gewässer und Tümpel. Genau, hier ist noch eins. Und da sind natürlich die Mücken richtig aktiv. Wir sind jetzt hier am Pilz. So ein kleiner Unterstand in Pilzform mit Bänken rundherum. Hier hat es einen Tisch mit Stühlen. Ja, ich werde mich jetzt hier auf diese Bank setzen und werde noch ein Päuschen machen. Das ist jetzt hier ein bisschen frei, ist nicht direkt im Auenwald, so dass ich denke, dass das mit den Mücken klar geht. Kilometer 7 ist geschafft. Ich bin jetzt auch bald am Ende. Jetzt bin ich hier gerade noch so einen kleinen schmalen Pfad lang gegangen und komme dann in einem halben Kilometer ungefähr bin ich dann wieder an der Luppe. Ja, damit verabschiede ich mich schon mal für heute. War wieder eine schöne Tour. Zwei längere Pausen habe ich gemacht. War richtig schön, hier draußen zu sein. Bis dann. Thank you.